irgendeine Waffengeschichte. Machen wir weiter. Ich fliege. Das macht der Maschine nichts, die muss sowas aushalten. Also A jetzt machen, ja? Korrekt, da musst du nicht mal was drücken gerade. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Ich will nur die Dokumente holen. Sonst ist alles bon. Was denn nun? Der Witz, den er gesagt hat, meine Kinder belügen mich bei jeder Gelegenheit. Ja, genau. Habt ihr die Daten zu La Gringa gelesen? Jawohl! Sonst lässt er mich doch auch auf der Kante landen. So landet man profimäßig. Hat das so lange gedauert? Vom eigenen Heli überrollt. Oh Gott. Alter, ich bin dafür, wir wechseln Proof aus. Fallpräsenz. Gegner akku. Nächste Mal. Hier ist dein Sicario. Zweites Ziel da drüben. Verdammt, haben die Mörser? Drittes Ziel. Wir haben Mörser. Abschuss. Ups, aber die haben echt einen Mörser? Ja, haben sie. Habt ihr den Schützen gekillt? Oh oh, ich hab verfehlt. Wer schießt denn da mit so Scheiße? Uff. Ja, ist schon. Ich hab den verfehlt. Die sind an uns dran, ganz ruhig. Den Einser. Hör, aber selbst verfehlen. Das wollte ich nicht. Zum Rebellen? Ja, die unterstützen uns ein bisschen. Die ballern einfach auf alles rauf. Nein, du sollst dich hinlegen. Charakter, leg dich hin. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Übertragen feindliche Positionen. Wie gut sind Rebellen im Aufklären? Gar nicht, wahrscheinlich. Das ist KI. Das ist so, als würdest du erwarten von einer Salami-Pizza Aufklärung. Über was? Also Salami-Pizzen sollten sich wenigstens mit Salami auskennen. Kennen sie wahrscheinlich nur mit Pizza Diavolo aus. Da hätte ich jetzt echt Hunger drauf. Boah, ich hätte auch voll Bock auf sowas. Ich habe heute nämlich nur Salat gegessen. Und ja, Spaghetti. Was dich gesund später, aber ich finde bei Spaghetti immer... Nach Spaghetti habe ich immer mehr Hunger als vorher. Vorsicht, es wird geschossen. Ja, vorne an der Seite sind zwei gewesen, nicht einer. Die Rebellen haben also gut aufgeklärt. Oh mein Gott, ich bin heute nur tot. Können ja mal Death Counter einführen. Ich bin aus meinem Mobs mich nicht respektiert. Bitte? Ich hab gesagt, kein Wunder, dass der Mobs mich nicht respektiert. Kann man eigentlich den Mörser hier benutzen? Kannst die Rebellen als Mörser benutzen, kannst deren Körper einfach über das Gebiet abwerfen. Feuerschutz, ich geh Proof retten. Ich geh Proof hier. Retten. Ja. Streitet euch nicht. Ich sterb noch häufig genug für euch beide. Sind wieder Gegner da? Achtung. Fahrzeug. Patrouille. Zwei Patrouillefahrzeuge auf der Straße. Aufstehen, aufstehen, aufstehen! Gehen wir direkt wieder rein. Feindverstärkung im Anmarsch. Richtig, direkt wieder sterben. Seid ihr jetzt schon wieder tot? Nein! Alter, das siehst du doch, Mann! Mal irgendwo Gegner. Hä? Ja, jetzt siehst du hier unten an der Minimap die gelbe Umrandung. Hätte ich die da jetzt da gejagt? Ja, dass wir noch gejagt werden. Irgendwo muss noch was. Da! Da war noch ein Sniper. Das ist hier der Standort eines Labors für Kuka, passt dem Okoro aus. Bist du lahmlegen? Unbedingt. Je mehr wir El Emissarios Unternehmen sabotieren, desto eher wird er sich zeigen. Das Witzige ist eigentlich, dass das Konzept ja hier so ähnlich ist wie bei Mafia. Du machst einfach Missionen, um den Boss rauszuholen, dann tötest du den Boss und dann machst du das nächste. Himmel! Er war
Warum sind denn da jetzt wieder so viele Gegner? Kaum Autos. Richtig. Sind denn alle tot? Nö, nö. Wir leben noch. Das müsste aber sauber sein. Hilfe? Nein, ich brauche keine Hilfe. So. Ich wollte das Menü mal benutzen. Hier ist ein Heli hier oben. Ey, das Ding explodiert so auf. Wow! Oh! Jo, der hat einen Schrapnell abbekommen! Wer hat mich denn jetzt? Warum? Roof hat auf den Container geschossen. Das war nur, das war ein Abpraller! Querschläger, ja. Abpraller aus der Hüfte! Das war dein schlechtes Mittagessen. Roof hat gepupst, ganz einfach. Richtig, ich hab Jorda einfach aus dem Leben gepupst. Das zu meiner Klappe. Zu welcher... Wo ist denn hier... Karte, Moment. Jetzt ist die andere Mission wieder aktiv. Ja, jetzt gibt's die wieder. Gut. Oh, hier gibt's sogar zwei Helikopter. Da kann Jorda ja in seinem eigenen fliegen. Nö. Ich glaube, ich muss meine sekundäre Waffe mal eben nochmal wechseln. Guck mal, wie wir schon alle auf dich warten. Stimmt, ja, sorry. Bist du mal der Zurückgebliebene. Proof, die Waffen kannst du unterwegs wechseln. Ja, aber wenn ich selbst fliege, der was soll mir das bringen? Kann keine zwei Sachen auf einmal machen. Ja, fliegen und Waffen verändern, ja stimmt. Ist auch ein bisschen schwierig bei alles auf einmal. Oh, Helikopter. So, ich komme ja schon. Du machst toll, und nicht mal meinen Sitz warm gemacht, ey. Habt ihr die Daten zu La Gringa gelesen? Na, hoffe ich hatte Sitzheizung. Ohne Scham. Hätte sie und jetzt wollen wir es von vorhin nochmal versuchen. Bei diesen Welten anheuern. Mhm. Für eine gebildete Lady ist La Gringa ziemlich dumm. Damit kennst du dich aus. Das Ende ist nah. Ja genau, das Ende ist nah. Allahu Akbar. Oh, da hinten, da unten wäre das Hauptziel, der Assistent. Na, was machen wir denn jetzt? Wir machen schüchtern sie Sicario ein. Sicario. Du darfst ruhig aussteigen, Jordel. Tankstelle Via Begasa. Hab noch einen entdeckt. Ziel 5 gesichtet. Interessant, wie ich da lieg. Ach, da ist das Ziel. Der steht auf dem Balkon oben. Mhm. Den müssen wir verhören. Also in der wackelnden Kasten nehmen. Wer hat hier gehört? Wer schießt denn jetzt hier schon? Zwei sind down, die an der Seite standen. Jetzt könnten wir 1, 2, 3 nehmen. Ne, einer ist jetzt weg, die gehen alle ins Haus. Ja, die gehen alle ins Haus. Bei kommt jetzt raus. Sie sind aufmerksam. Sind nicht so schlimm wie Sniper-Elite-Wachen. Feind am Boden. Oh,
Vorsicht, der ist auf dem Balkon. Der ist jetzt wach. Okay, jetzt geh ich, zu den Autos vor, wenn jetzt schon alles wach ist. Oh nein, der Hauptmann flieht, der hat mich niedergeschossen. Ich dachte, der guckt noch runter, weil ich war eigentlich schon fast bei dem dran. Der ist jetzt unter dem Balkon. Da, wo ich als Leiche liege. Ich hab ihn. Nein, der hat mich ausgeschaltet. Was für einen Schuss hat er denn gehört? Bestimmt den, als der Typ neben dem Balkon getötet wurde. Hinterher! Wir fahren, wenn die fliegen! Ich fahr direkt hinterher. Mach das. Ich mach währenddessen hier den Bodensimulator. Oh nein, meine Cola läuft über. So viele Sachen, die auf einmal schief gehen. Okay. Was eigentlich, wenn ich bei Barato jetzt spawne? Sitzt dann plötzlich bei dem neben... Nee, leider sitze ich nicht neben ihm im Auto. Aber ich spawn gar nicht mal... Ach doch, ich spawn scheiße. Fuck. Unser Gebiet hier ist sauber. Komm, schnell rein. Fahr ruhig. Ich kann mir einen anderen Wagen nehmen. Okay. Sauber. Ich könnte halt einen Schützen brauchen, der das Auto aus dem Gefecht setzt. Sorry, Kumpel, aber ich brauch dein Auto. Raus. Anschnallen, Leute. Kann man dich einfach abdrängen? Das kann man schon. Das Auto raucht schon von dem. Also ich bin jetzt auch hinterher. Yes. Naja, ich habe das Problem, ich bin bald bei dem Hauptziel. Oh. Achtung, ich sehe den Assistenten. Gut ziehen, wir brauchen ihn lebend. Können wir an dem einfach vorbeifahren? Ja toll, die entschaltet mich jetzt aus. Die hat mich ausgeschaltet. Der Leutnant will abhauen. Aber der sitzt hinterm Auto. Pass bloß auf, bitte. Achtung. Au. Ah, wir sind einfach alle tot. Tot und unfähig. Aber er sitzt noch da. Richtig. Da kommt die Kavallerie. Und er schießt auf euch. Meinst du die tote Kavallerie gleich? Das Auto geht gleich hoch. Er versucht wegzulaufen. Wer schmeißt denn da eine Granate? Komm. Er feuert immer noch auf euch. Wie überwältige ich den? Mit E. Du musst nah genug ran und E. Ich glaube, kannst du noch einmal anschießen. Mein Gott. Oh Mann. Jetzt steigt er wieder aus. Belebt mal jemand wieder. Ich werde beschossen. Ich kann ihn nicht. Ich bin direkt hinter ihm. Cool bleiben, Ich bin. Ach Leute, ey. Mein Gott. Bleib doch cool jetzt. Bleib cool. Problem ist, der rennt halt immer weg. Da ist ein Gegner, Vorsicht. Oh fuck! Mal gucken, ob ich jetzt noch bei Barato spawne. Ja. Danke, dass du mir das eine Sekunde davor gesagt hast, dass ich Gegner... Die haben uns erschossen, die stehen doch dort die ganze Zeit. Ja. Jetzt fährt er wieder weg. Ja, jetzt ist er wieder weg. Wir schlecht. Achtung, ja. Ich sehe den Assistenten. Gut ziehen, wir brauchen ihn lebend. Fremdschämen für jeden Spezialeinsatzkommando in Bolivien. Auf der Welt. Oder auf der Welt. Und in der Beta hast du noch gesagt, gleich einschreiben für den Militärdienst. Hab ich das? Ja, hast du. Ja, als es besser lief. Auf jeden Fall, unterm Balkon wurde einer direkt getötet, direkt in der Nähe vom Hauptmann. Und dadurch wurden wir entdeckt. Das war nicht ich diesmal. Ich auch nicht. Ich habe nicht einen Schuss abgefeuert. Problem ist, du darfst den ja nicht anschießen. Der haut ja ab. Ich will ja nicht, wie du den... Ja, ich stand doch schon hinter den. Der guckt vom Balkon runter. Dann dreht er sich um. Und dann greift er mich natürlich an, wenn er was bemerkt.
Übrigens, der Assistent würde die Straße jetzt hier runterkommen gleich. Bei mir lädt jetzt gerade noch. Bei dem Kampftempo sind wir in 4 Jahren durch das Spiel durch. Dann mach doch erstmal was anderes. Playtime ist dann 4000 Stunden. Also würdest du den Assistenten nicht abfangen, weil der würde jetzt die Straße hier gleich runterkommen. Ich weiß nicht, was wir noch. Nachladen hat funktioniert. So, dann machen wir halt den Assistenten. Wenn der Rats hier vorbeikommt. Sobald sie ihn haben, gehen sie rein und zerstören den Laden. Okay, dann lauf halt hin. Ja, ich dachte, ihr steigt aus, Mensch. Also wenn wir hinlaufen. Wir können ihn doch einfach hier unten abfangen. Vorausgesetzt, dann legen wir uns hier hinten auf den Stein oben drauf. Der kann irgendwo. Ach so, ja. Da ist eine Kreuz, da ist eine Abzweigung. Nase. Ja, 50-50. Oh. Komm wieder nirgendwo hoch. Ich habe gelesen, dass Kartelle Chemiker direkt vom College abwerben und ihr Studium bezahlen. Heilige Scheiße. Du kannst. Wow. Was war? Wer hat mich jetzt umgeschossen? Der Feind. Boah, überall. Also der fährt jetzt genau da lang, wo ich gedacht habe und wo ich jetzt liege und kein anderer ist. Das konntest du vorher nicht wissen, dass der da lang fährt. Wir haben Platten. Nee, du darfst nur ein Fahrrad drin. Ach so. Oh, wir haben Platten, da bewegt sich. Komm, da wo geht Lenkrad hier. Viva la Revolution! Viva la Revolution! Wir sind so richtig schön unkoordiniert. Ich bin noch hinter ihm her. Oh, wir haben sie aufgeschaltet. Oh. Jetzt bin ich auch hinter ihm. Ich bin auch hinter ihm. Nein! Okay. Ich hat gerade einen Zivilisten gerammt. Okay, da muss hier auf die Straße. Ja, einfach gerade durch. Ja, das ist blöd, ein bisschen. Ich fall runter. Juhu, Alter. Ich bin tot. Ja, mein Gott, ich wollte überfahren. Das kann doch nicht sein. Ja, die KI, die fährt einfach über einen drüber. Moment, 14 Meter entfernt, der bewegt sich nicht mehr. Das Auto wurde zerstört. Da schießt das Fahrzeug kaputt. Ja, wir haben ihn! Wir sind Amerikaner! Wir sind Amerikaner! Wir sind taktisch überlegen! So. Oh, ich geh mal weg von dem Auto. So, also rede. Achtung, Dios mio, können Sie mich nicht! Dios mio, ich habe eine Familie! Der Zugangscode zur Kokainfabrik. Raus damit! Ich habe 2 Jungen, 2 Kleine, Mistiquitos, Gustavo und Felipe. Ich habe Fotos, wollen Sie sie sehen? Nein, ich will die scheiß Fotos nicht sehen. Gib mir den Code, dann sind wir fertig. Ja, du kennst es so. Was ist los mit Ihnen? Hast du die Kinder oder was? Ja, willst du nach Hause zu Gustavo und Felipe? Dann gib mir den scheiß Code. Tuvo bueno. Er ist 654375. Wirklich, ich schwöre. Mann, Alter, wo ist denn das? Mann, wir haben den Code. Ich sende Ihnen einen Virus, den Sie in die Automatisierungssoftware der Fabrik laden. Dadurch wird der Prozess beeinflusst und das Kokain verunreinigt. Wenn jemand ich weiß nicht, wo es ist. Beseitigen, sind die Maschinen Schrott. Das kostet Santa Blanca viel vom Produkt. Ach, Mann, Alter, das macht so keinen Spaß. Willst du den auch noch mal greifen? Warum nicht? Oh, ich kann ihn nicht. Oh Scheiße! Oh Scheiße!
Nein, ich will ihn auch nochmal greifen. Möchtest du ihn auch nochmal greifen? Ja. Ja, nimm, warte, hier. Ich würde ihn nochmal befummeln. Das war ich aber nicht. Ich weiß. Jetzt darf er nicht mehr zu Gustavo und Felipe. Ah, wer auch immer. Das war eh gelogen. Warte, Kofferraum für mich? Nee, das... Oh, doch, geht ja. Nebeneinsatz Fahrzeugabwurf. Da kommen wir dran vorbei, wenn wir zur Story-Mission fahren. Bitte? Was ein Krampf, diese Mission. Fahren wir einfach da lang, wo der Zug lang fährt. Werkstation, ich glaube, wir sind auf Zeit. Ja, ich glaube auch, dass es wieder so Sender ausschalten. Ah ne, sprengen sie Stationseingänge. Das heißt wieder stürmen mit SEK. Ja. Zugriff, Zugriff, die Trivatos sind da. Wir haben Jordan verloren übrigens. Ich hab... Ja, das ist auch ein Punkt. Ein Orden. Sollen wir erst den Orden holen oder erst den... Fertig als Punkt. Okay. Andale, andale! Wie warst du schon? Andale, andale! Ne, ich hab nicht also ich hab jetzt nicht gescoutet. Also ich hab zwei Tankos im Gebäude eliminiert. Ja, zwei draußen eliminiert. Alle noch ganz. Ja, geschafft, alle noch ganz, sagt er. Wo ist jetzt der Punkt? Warum kann es nicht immer so gehen? Weil das ja gewisse Voraussetzungen voraussetzen würde. Hier drin ist noch Öl. Oder nein. Benzin. Ich bin der Pilot. Verdammt, ich hab den Fertigkeitspunkt nicht eingesammelt. Wir haben nur... Ja, ich war nur in der Munitionskiste. Bei der ganzen Kohle. Wollen wir jetzt eigentlich für die 258 Meter fliegen? Es geht ums Prinzip. Okay. Wir sind Amerikaner. Wir haben nur gerade Öl eingesammelt. Richtig. Was denkst du, warum wir Krieg führen? Für Öl. Genau. Nee, wir haben doch kein Öl oder kaum was. Weiß ich nicht. Egal. Wir können Leinöl? Wir geben Olivenöl. Ach, wir können die Bevölkerung als Sklaven benutzen. Wir machen aus der Bevölkerung Akkus. Akkus? Warum ist Eagle Eye jetzt gestorben? Was ist hier los? Ich bin im Rotor geflogen. Danke. Ach, bist du gesprungen und ich bin mit dem Rotor durch? Ja, wahrscheinlich. Sollen wir wieder... Was? Hä? Was? Wen haben wir denn wachgerüttelt? Hä? Ach so, uns haben wahrscheinlich drin welche gehört. Gibt's hier keinen Eingang für die zweite Etage? Doch, da doch. Oben. Suchen uns. Vorsicht. Ich hab C4. Wie zünd ich denn das C4 jetzt? Mit G. Einmal zurück. Okay, ich also irgendwie finde ich keinen Aufstieg auf den zweiten, aber dann lass loslegen. Zündung. Was? Also gedrückt halt. Achso, dann nochmal einmal zurück. Ich hab die zweite Ladung gezündet. Ups. Ist jetzt offen, oder? Rein, rein! Oh nein! Ich hab doch gesagt, zurück! Das ist halt so geil. Wollt ihr mich verarschen? Wer hat mich denn umgebracht? Ich hab den C4! Zurück. Shit, das wird immer noch weh. Einmal mit Profis. Was? Meine Güte, ey. Ich bin außer Gefecht. Vorsicht, da ist noch einer an der Seite. Da kommt einer die Treppe! Ja, die fällt gleich um. Der ist die Treppe wieder hochgerannt. Ja, warte, ich belebe den Wachturm. Noch 45 Sekunden. Da ist noch einer rechts um die Ecke. Tot! Wo, rechts um die Ecke? Direkt, wenn du geradeaus, der kommt jetzt, der kommt jetzt. Der ist genau hinter der Wand. Der ist genau hinter der Wand. Da.
30 Sekunden noch. Kannst du liegen? Geht's hier hoch, da geht's hoch. Hä? Hm? Gib mir Deckung, ich spiel doch mehr Leben. Okay. Sind nur 25 Sekunden. Lass mich liegen, lass mich liegen. Okay. Ja. Ich hab's geschafft. Du wirst mit deiner Arbeit bezahlt, Junge. Gut gemacht. Jetzt, wo weniger Kartellstationen senden, können wir... Meine Güte, ich bin schon wieder tot. Ganz ach, oben ist er da mit zwei Uzzis. Wenn du hochkommst, direkt links in dem Raum. Auf der linken Seite. Da hinter der Pappmaché-Wand direkt. Dann kommt ein Schreibtisch und dahinter ist der. Jetzt ist er, glaube ich, aus dem Raum rausgerannt nach links. Oder? Ne, da ist er noch. Pappen. Oh Mann. Hat das so lange gedauert? Ihr habt hart gearbeitet, Freunde. Wie sagt ihr? Der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Klar. Ich schätze, so sagen wir das. Wir sitzen alle in einem Boot. Gibt hier was zum Einsammeln? Wir sollten ja, du bleibst stehen! Was ist denn jetzt schon wieder? Der schmeißt Granaten! Ich hab das Dach nur aufgemacht. Ich wollte gucken, ob hier was ist. Ja, Freiheit. Sauerstoff. Ey, ohne Spaß, wenn dieser Einsatz hier vorbei ist, mit euch quittiere ich den Dienst. Bis zum nächsten Koop-Shooter. Genau. Geh mir weg da! Warum ist der Heli kaputt? What? Was habt ihr damit gemacht? Ich hab ihn gesprengt! Ich hab den überhaupt nicht gesprengt! Boah, wieder am Arsch der Welt, ohne Heli, ey. Moment. Das kann nicht sein. Also den kann keiner von uns kaputt gemacht haben. Eigentlich finden nicht. Sie den Zugangscode für die Kokainfabrik in Okoro. Sobald Sie ihn haben, gehen Sie rein und zerstören den Laden. Werf mein Fahrzeug ab. Mach das, und dann gehen wir zur Kokainfabrik. Da, Fahrzeug. Jetzt wirfst du das Fahrzeug jetzt auf das andere ab. Ach, hier, nein. Achso, das ist das Fahrzeug schon? Ja. Ich mach das. Das ist eigentlich soll ich fahren. Na gut. Oh, Jortel fährt. Nee, du kannst mit mittlerer Maustaste wechseln noch. Jortel, du musst fahren. Ja, ist okay. Nein, ich fahr. Geh weg. Ich hab gelesen, dass Kartelle Chemiker direkt vom College abwerben und ihr Studium bezahlen. Heilige Scheiße. Du kannst lesen. Ihr müsst mir den so Weg markieren. Also, mehr als... Leck mich. Wir kennen viele Leute, die ihre Studien... Was? Du kannst lesen? ...die bezahlt haben. Die Armee hat meine Hochschulausbildung... Und das am Tag der Frau. Kaum Belang, weil sie dieselbe Taktik... Ich hab keine Markierung. Ich glaub, da ist ein Zombie im Wald. Warte. Ist doch eine Markierung da? Ah, ja, jetzt. Was ist das? Wo willst du denn hin? Das sah aus wie der Yeti. Ach so, das ist eine alte Frau, die gerade aussieht. Ah ne, die Frau ist ein Mann. Ja, komm, Proof, jetzt kannst du Entschuldigung, fahren. Das sah aus, als wenn da wirklich so ein Zombie übers Feld läuft. Boah, da fahr ich halt. Okay, dafür Proof. Profi SDK. Was soll der Scheißbett?